Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Horizon Zero Dawn. Ich wünsche euch viel Spaß. In der letzten Folge haben wir ja, waren ja noch als Kind rumgerannt und haben so ein bisschen was erfahren. War wirklich nur sehr wenig über ihre Vorgeschichte. Wir wollten doch heute jagen gehen. Warum ist er nicht hier? Wohin ist er gegangen? Der Plan heute ist ja Probo, denn sie möchte ja, also Aloy möchte ja unbedingt... Was macht er hier oben? Keine Ausgestoßene mehr sein. Er steht da einfach nur rum. Was ist mit ihm los? Ach ja, schauen wir mal, ob wir heute in den 20 Minuten die Erprobung hinkriegen. Aloy, du bist hier. Wolltest du allein sein? Nein. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet. Oder du stirbst. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier. Am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja. Mach dich auf den Weg. Ist sonst noch was mit dir? Nein. Mir geht's gut. Machst du dir Sorgen, was dann passiert? Nach der Erprobung? Was passiert, ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener, den man meidet. Rost, selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Okay. Soll ich noch irgendwas tun, wenn ich unten im Becken bin? Oh, die kauzige Grata könnte Nahrung brauchen. Besorg ihr eine Wochenration Fleisch, wenn du die Zeit dafür hast. Wäre schön, wenn sie mal Danke sagt. Ach, Grata folgt dem Gesetz. Ihr Schweigen ist etwas Ehrenhaftes und nichts anderes. Wenn du meinst. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor. Irgendwas macht ihm echt Sorgen. Wenn er glaubt, dass ich ihn verlasse, täuscht er sich. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich eventuell vergessen habe, dass es diese Mission auch noch gibt. Das heißt, es könnte sein, dass wir es heute nicht schaffen, die Erprobung zu machen. Kann sein, muss nicht sein. Das Becken. Noch nie habe ich dieses Tal hinter mir gelassen. Das wird sich nach der Erprobung ändern. Es kann allerdings trotzdem sein, dass wir es bis zur Erprobung schaffen. Antworten bekomme. Wenn wir es tatsächlich... 2 Tage, dann weiß ich, wer sie war. Und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Als ob es dafür eine Entschuldigung gäbe. Na gut, dann sammle ich mal die Teile für ein paar Feuerpfeile. Ich muss eine Herde suchen. Was wollte ich gerade sagen? Ach ja. Und sollten wir es tatsächlich... Mutterherz. Noch 2 Tage, dann weiß ich, wie es dort ist. So viele Leute, alle an einem Ort. Dort fühlt man sich bestimmt nie einsam. Mein Gott, dass die Frau viel zu reden, ne? Das ist unfassbar. Nahrung besorgen. Das hält sich eine Weile.
Sollten wir es zur Promo schaffen, werden wir es in dieser Folge auch noch machen. Das lasse ich euch nicht entgehen. Doch mal, Alter. Der Plünderer ist eigentlich voll dumm, ne? Kümmert euch einfach um eure Sachen. Oh.
sitzen bleiben. Schnee. Hier draußen wird es nicht wärmer. Alter, so schnell kann man 12 Minuten verbrauchen, ist ja auch krass. Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich gleich auf Plünderer treffe. Sicherlich nicht. Die Maschine hat mich gesehen. Zu sehen. Ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass ich so lange brauchen werde, um eine fucking Ruhe zu bekommen. Wo denn? Sind noch welche? Also im rechten Starter. Nämlich. Ah, da sind sie. Entschuldigt, dass ich nicht ganz so viel geredet habe bis gerade eben. Ich bin dann einfach extremst konzentriert, weil ich meine Beute einfach will. Dir nicht gefallen. Renn doch einfach, renn. Und ich soll noch ein bisschen Fleisch sammeln, hatten sie gesagt. Ja, hat er gesagt. Speicher sehr viel, ich weiß. Und Baufall erst. Ich bin verletzt. Gleich. Ja, jetzt haben wir noch einen Abriss. Das ist gut. So, was
Hammond. Du musst mir helfen. Wo denn? Gehen weg. Willst du nicht helfen? Was hat er denn schon? Du redest mit einer Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen, geschweige denn ihr folgen. Hilfst du mir suchen? Ich tue, was ich kann für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. Feuerpfeile herzustellen. Yippie yang yang. Ah, ich muss es auch wechseln. Rotes Licht. So, einmal Fleisch gesammelt. Was hat der denn? Truthahnhaut war das. Und eine Handhabungsspule, jawohl. Hat sie irgendwie an einen, der noch gut in den Rand kam? Oder sind wir einmal gleich... Nicht schon wieder. Wisst ihr was? Ich versuche die jetzt möglichst weit zu umgehen. Wohin muss ich denn? Was fehlt denn noch? Ich muss einfach nur da hinten. Okay. Das nehme ich noch kurz mit. Dann machen wir ab. Ich denke, 20 Minuten sind doch ein bisschen kurz. Daher würde ich sagen 30 Minuten. Gehen wir auf 30 Minuten folgen. Gehen wir. Mach mal einfach 30 Minuten Folgen statt 20. Ist doch auch nicht schlecht. Ihr freut euch, ich freue mich. Warum nicht? Fort, Ausgestoßene. Ich gehe ja schon, mein Gott. Wisst ihr, bei so einem Spiel wie Horizon Zero Dawn macht es mir einfach so unfassbar viel Spaß, einfach nur diese Maschinen zu jagen. Daran so viel Freude, ich weiß nicht wieso, aber es macht mir einfach Spaß. Es wird Zeit, die Stolperfalle von Kass zu kaufen. Ja, die brauche ich ja auch noch. Ich sehe hier sonst niemanden, scheint sicher zu sein. Ich wette, er wartet schon auf mich. Da ist er. Er wird nervös. Sieh an, wenn das keine Ausgestoßene ist. Urmutter, schütze mich. Dass du mich überhaupt siehst, so wie du in andere Richtungen schaust, damit dich ja niemand beobachtet. Pass auf, sonst verrenkst du dir was. Es schmerzt mich immer, wenn du kommst, Mädchen, so oder so. Beim letzten Mal hattest du eine Stolperfalle im Angebot. Hast du sie noch? Hab ich. Aber besorg du mir eine Plündererlinse. Was soll ich sagen? Spezialwaffen sind nicht billig. Oh, ich kann zahlen. Ich habe vor kurzem einen Plünderer erledigt und die Linse ist perfekt erhalten. Das beurteile ich. Zeig her. Das war jetzt der eigentliche 20 Minuten Countdown. Aber ich habe gesagt, wir machen 30 draus. Jetzt, wo du eine Stolperfalle hast, üb damit mal lieber woanders, okay? Mein Leben ist aufregend genug, ohne dass ein Haufen Sprengfallen hier herumliegt. Ehrlich? Jetzt sag bloß. Bist du später noch hier, falls ich noch was kaufen möchte? Ich bin hier. Und wie immer bin ich an Teilen von allen Maschinen interessiert. Je besser die Teile, desto mehr Scherben zahle ich.
Und sieh dir doch auch mein Inventar noch mal an. Wer weiß, vielleicht habe ich etwas, das dir bei der Erprobung hilft. Gibt's einen Grund, warum du heute so griesgrämig bist? Nach der Erprobung wirst du Kriegerin. Dann gehst du zu Händlern in Mutterherz. Vielleicht verliere ich einfach nicht gerne Kunden. Händler, die nicht mit Ausgestoßenen handeln, meinst du? Das stimmt. Unsere Zeit der Verbrechen ist vorbei. Glaubst du, ich erzähle herum, dass du mit Ausgestoßenen handelst? Ich glaube nicht, dass du mich verrätst. Aber man weiß ja nie. Mach dir keine Sorgen. Ich verrate nichts. Ja, das dachte ich mir. Aber trotzdem schön zu hören. Der Einzige, der von unseren Geschäften weiß, ist Rost. Ja, tja, er kann mich nicht verpfeifen, selbst wenn er es wollte. Ein gesetzestreuer Mann, dieser Rost. Wie erträgst du das nur? Du weißt nicht, warum er ausgestoßen wurde? Ich sagte doch nein. Ich glaube, niemand kennt den Grund. Es muss wohl was Ernstes gewesen sein, ist ja lebenslänglich. Warum riskierst du Handel mit Ausgestoßenen? Jedes Mal fragst du. Wenn du dauernd große Diskussionen führen willst, verschwinde. Weil du früher selbst einer warst, oder? Ja, ich wurde in einer der Metallruinen jenseits des Beckens erwischt. Stammhütter sagten, ich sei verdorben und gab mir 5 Jahre. Was war da in den Ruinen? Nichts, was ich deuten konnte. Nach der Zurückweisung versuchte ich wieder in Mutterherz zu leben, aber ich kannte dort keinen mehr und da waren so viele Leute, einfach überall. Hier gefällt es mir besser. Ich glaube, das war dann wohl alles. Okay, viel Glück bei der Erprobung. Urmutters Segen und all das. Ich hab, was ich wollte. Jetzt auf zu Rust am Mordtor. Was brauche ich denn noch? Ich hab schon 4. Schockschaden. Jetzt noch ein Voll. Schockschaden, nicht jetzt. Das ist ein Schockfall. Wollen wir das mal ausprobieren alleine, ne? Den Wächter am besten. Wächter. Ja, wo sind sie denn? Wächter, Wächter. Wo sind denn? Das ist doch einer. Der passt doch perfekt. Wie läufst du denn? Mal gucken, ob das reicht. Aber da durchrennt. Ja, natürlich. Wenn man sich das so überlegt, eigentlich ganz nützlich. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Ich würde sagen, die Mission machen wir jetzt noch und dann beende ich mal die Folge. Ich weiß zufälligerweise schon, was es für eine Mission ist und worum es geht. Weil ich eben schon ein bisschen vorgespielt habe bei meiner Freundin, wie ich schon in der ersten Folge erwähnt habe. Aber das macht nichts.
Ich weiß nur, was jetzt auf mich zukommt. Danach weiß ich auch nicht sonderlich viel mehr. Also ich weiß schon noch ein bisschen was, was danach kommt, aber... Das immer wieder jagen, dann auch irgendwann schwer auf zu erlegen. Hast du die Feuerpfeile? Hab ich. Die Explosionen und das Geschrei jenseits des Beckens. Ist das der Ärger, den du meintest? Das erfährst du früh genug. Wir warten bis zur Dunkelheit. Dunkelheit? Also, Rust. Ich habe nachgedacht und werde dich nach der Erprobung nicht meiden. Ich mach das nicht. Ich tu nicht so, als hättest du mich nie großgezogen. Aloy, das Gesetz verbietet jeden Kontakt. Ich weiß, und es ist mir egal. Ich weiß, wie pflichtbewusst du bist, Rust. Aber bisher hat das Stammesgesetz mir immer nur Dinge genommen. Und das passiert mir nicht nochmal. Aloy, ich befolge das Gesetz. Das wirst du auch. Ich wusste, du sagst das, also wir machen es so. Ich komme heimlich zu dir. Niemand wird mich sehen, also gibt's keinen Ärger. Und du wirst nicht mit mir reden, weil es gegen das Gesetz ist. Aber ich kann reden. Es ist mein Verbrechen, nicht deins. Du wirst nur zuhören. So werden wir das machen. Du hast dir wirklich Gedanken gemacht. Ich weiß. Also hör auf zu grübeln. Abgemacht? Ja. Ist es. Ich verstehe nicht. Die Explosionen sind doch außerhalb. Was können wir denn hier drin tun? Die Lektion lernst du zur rechten Zeit, Aloy. Wir warten noch ab. Ich war übrigens bei Cast und habe mir diese Stolperfalle gekauft. Ich will gar nicht wissen, was dieser Gesetzlose dafür haben wollte. Sie war nicht billig, aber das ist sie auch wert. Vielleicht. Du wirst es schon bald feststellen. Es dauert noch, bis es dunkel wird. Ich werde mich kurz hinlegen. Gute Idee. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf. Ausgestoßenen? Manche Verbannte waren zuvor ehrbar. So viel zum Stammesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die wahre Wildnis, Aloy. Voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Diese Leiche. Was für eine Bestie war das? Der Stamm nennt sie Sägezähne und sie sind etwas Neues, etwas Wütendes. Seit sie vor 10 Jahren aufgetaucht sind, haben sie viele Krieger getötet. Oh, ja. Ach, Lohe. Boah, haben die viel. Folge dem Pfad. Es ist nicht weit. Diese Hütte. Was ist damit passiert? Eine Maschine. Das war's. Was für eine Maschine macht sowas? Die Art Maschine, die du jetzt jagen wirst. Oh, verstehe. Ein Wächterkadaver. Ich hol mir die Teile. Achte auf die Umgebung.
aus einer anderen Serie. Wobei ich den ja schon auch gerne hätte. Muss ich ehrlicherweise sagen. Die anderen haben nichts bemerkt. Jetzt ist es nicht mehr weit. Warum sind wir heute die Einzigen hier draußen? Warum jagen die Stammeskrieger nicht diese Maschine? Das haben sie. Die Leichen hier sind ihr Werk. Und morgen werden sie wieder jagen. Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. Oder dein Tod, wenn du nicht aufpasst. Eine Holzhütte, zerstört. Von Sägezähnen? Wie viele waren es? Wir sind nicht für Antworten hier, Aloy. Ich will, dass du dich darum kümmerst. Das ist allein deine Entscheidung. Diese Jagd gehört dir, Aloy. Dir allein. Was auch passiert, ich greife nicht ein. Verstehst du? Du machst das allein. Er darf mich nicht sehen. Ich werde jetzt hier nicht mit dem Cliffhanger aufhören. Auch wenn die halbe Stunde eigentlich schon rum ist. Wo kann ich meine Fallen aufstellen? Und die Meerschwächen hat er tatsächlich auch schon gar nicht mehr. Das ist schlecht. Ach komm. Jetzt, der ist da nicht durchgerannt. Ich kann damit auch nichts mehr machen. Ich habe gesagt, ich brauche Feuerball dafür, also mache ich mir noch mal ein paar. Vergesst die immer wieder mal die Klettermechanik. Da er nicht hochkommen kann, weil es der Sägezahn hat. Ich meine, dass das hier nicht gefällt, ist ja schon echt scheiße gelaufen. Das hat er wirklich fehlen. Da ist er! Vorne schon. Ich sollte das schnell zu Ende bringen. Mist, entdeckt! Oh! Oh, wow, wow. Bruder. Bruder. Beruhig dich.
Er hat mal kurz alle meine Pfeile geschluckt. Warum kamen wir her? Nicht wegen Antworten. Aloy. Überleben erfordert Perfektion. Es war ein Test, wie ich mich im Kampf gegen neue Maschinen schlage. Nein. Folge mir. Da steht aber, folg mir. Dies ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Hättest du den Sägezahn nicht erlegt, wie viele Krieger hätte er morgen töten können? Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy. Seit Jahren trainierst du für die Erprobung, aber nur für dich. Als Kriegerin wirst du auch für deinen Stamm kämpfen müssen. Mein Stamm? Du sagtest, ich brauch sie nicht. Aber nicht, dass der Stamm dich nicht braucht. Es ist eine Stärke, Aloy, wenn man sich zu etwas bekennt. Wenn man einem höheren Zweck dienen will. Das ist die Lektion, um die es geht. Denk immer dran. Nach der Erprobung und wenn ich weg bin. Wir sind hier fertig. Folgt mir. Es dämmert. Dies wird dein letzter Tag als Ausgestoßene sein. Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt. Wenn es für dich Zeit wird, nach Mutterherz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich. Ich verstehe die letzte Lektion, Rost. Wirklich? Aber wenn ich für etwas einstehen soll, muss es etwas sein, an das ich glaube. Ich hoffe, du findest es. Ich hoffe es. Lass uns zurück zur Hütte gehen. Ich gehe noch nicht dorthin. Ich habe andere Pläne. Oh, und zwar? Ich warte auf dich, wenn es Zeit ist. Dann sehen wir uns in Mutterherz. Werden wir. Also gut, Freunde, hier speichern wir nochmal kurz. Die Folge ist jetzt rum. 40 Minuten waren das gerade. Fast. Leck mich am Arsch. Das war jetzt fast 40 Minuten. Alter Schwede. Gut, aber wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.